18.30 Uhr, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Evolve. Danke fürs Einschalten und wir sind wieder Behemoth. Ja, ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, ey, der Vasco, was? Der spielt nochmal Behemoth? Ja, obwohl ich Behemoth, also ich bin offizieller Behemoth-Hater, aber ich gebe dir nochmal eine Chance, ey, so scheiße kann der doch gar nicht sein. Naja, und ich bin heute sehr gut drauf, vielleicht liegt es auch daran, weil heute Abend, beziehungsweise eigentlich schon morgen, schaue ich um 0 Uhr Avengers Age of Ultron. Boah, ich freue mich mega drauf. Wenn ihr die Folge seht, habe ich ihn gesehen. Ihr könnt auf meinem Comic-Kanal, der unten verlinkt ist, definitiv mal reinklicken. Da gibt es eine, ja, mehr oder weniger amateurhafte Kritik von mir zum Film. Bin mal gespannt drauf, wie euch die gefällt. Also auf jeden Fall da mal vorbeischauen. Ich versuche das Ganze relativ objektiv und begründet zu kritisieren. Nicht wie andere YouTuber. Ah, die Vorderkritik. Ey, aber manche, da frage ich mich echt, Alter. Die sind Kritiker. Was kommen denn da für komische Bewertungen raus? Also, ist ein anderes Thema, ey. Avengers. Boah, hoffentlich wird der Film erfolgreicher als Titanic und Avatar. Die sind ja gerade auf Platz. Wer ist auf Platz 1? Avatar, denke ich mal, ne? Avatar auf 1 und Titanic auf 2 und Avengers 1 ist auf 3. Oder? Oder ist Titanic vor Avatar? Ich weiß nicht. Avengers ist meiner Meinung nach, so wie ich das in Erinnerung habe, auf 3. Auf 3. Und die anderen beiden sind einfach davor. Und das müssen wir ändern, weil Titanic. Avatar war vor allem im Kino war Avatar so geil. Aber auch, wenn man den ja nochmal anschaut, ist das nicht mehr so geil irgendwie, ne? Ja, aber Avatar trotzdem. Alter, Avatar im Kino. Holy shit, dafür wird Kino gemacht für sowas. Und ich glaube, für Avengers ist das genauso. Da freue ich mich mega. Boah, ist so geil einfach nur. Ich finde auch geil die Leute, die es irgendwie nicht toll finden, dass jetzt so viele Heldenfilme kommen. Warum? Also ich verstehe nicht ganz, was da Problem ist. Da schaut man einfach keine mehr, wenn man keinen Bock mehr drauf hat. Ist doch scheißegal, ob da 10.000 kommen, da schaut man einfach gar keinen. Ich schaue ja auch keine Tribute von Panem-Filme, egal wie viele da kommen. Ich werde nie. Also ich habe den ersten habe ich gesehen und das hat mir schon gereicht. Die sind jetzt nicht ganz so scheiße, aber. Oder Twilight. Uah, da habe ich mal ein paar Ausschnitte von einem gesehen. Das hat mir auch gereicht. Ey, nicht mich angreifen, Äffchen. Schau mal, wir sind fast. Oh, zum Zingeln sie uns, oder? Oder? Ich weiß nicht. Oh, holy crap. Das ist nicht gut. Roll it, roll it. Roll it. Geh, lass mich hier durch. Danke. Sieht gerade gar nicht so schlecht aus. Ich bin auch echt. Ein bisschen konzentriert und fokussiert. The Rock würde jetzt sagen, Focus! Kennt ihr das? The Rock, also Dwayne The Rock Johnson, wenn er diese geilen Fitnessvideos macht. Oder halt, wenn er im Gym ist, na irgendwie Übungen macht und dann halt einfach so schreit, Focus! In die Kamera, das finde ich ziemlich geil. So, hier Wolfen, ich bin mir nicht sicher. Ah, da sieht man mich recht easy. Hier ist gut, oder? Oh, ich weiß nicht, was fliegt denn da rum, bitte? Fliegt denn da rum? Ja, komm, go for it. Go for it. Bisschen was riskieren muss man ja auch in die Wurf, so ist es leider. Ah, ich bin echt, ey, ich hab's ja, da gibt's ja auch gerade wieder so ein paar negative Stimmen, die dann halt den Film schlecht reden, weil ja einige Kinos in Deutschland den Film boykottieren. Was ich eigentlich sehr gut finde, dass die den boykottieren, denn. Ui, das ist wieder einer. Denn es ist so, dass Disney, ich glaube Disney ist dafür verantwortlich, mehr Geld, mehr Prozente will. Ach du Scheiße, das ist nicht gut. Ich baue eine Panzerung. Die werden mich jetzt haben. Ich komme ja auch nicht weg. SS. Okay, roll. Shit. Trapper, lass mich. Trapper, lass mich. Boah, der Trapper hat mich nicht bekommen. Lol, ist das ein Loop Trapper. Hahaha, geil. Ja, Disney will jetzt, ich glaube, 53% der Einnahmen vom Kino. Wenn ich da, also von dem Ticket, wenn ich da richtig informiert bin. Was recht viel ist. Vor allem für, also für große Kinos, die können das verkraften, aber kleine Kinos können sich das nicht leisten. Und, beziehungsweise nehmen halt dann doch sehr viel weniger ein. Und deswegen wird das ein bisschen boykottiert. Um da ein bisschen gegen vorzugehen. Ich glaube, 100, 200 Kinos oder so, ich bin mir nicht sicher, wie viele machen das. Und finde ich gut, dass die das machen. Ist natürlich schade für die Leute, die den Film halt jetzt nicht sehen können.
oder ein bisschen weiter fahren müssen. Aber ich finde, das sollte man nicht mit dem Film gleichsetzen, weil der Regisseur und das Team können für die Entscheidung nichts. Genauso wie hier in Evolve, glaube ich, Turtle Rock nicht wollte, dass da so viele DLCs für rauskommen. Da muss man einfach mal ein bisschen relativieren und ja, ich lasse mir die Laune ja nicht versauen. Das ist mir ehrlich gesagt auch. Ist natürlich schade, wie gesagt, für die, die es nicht schauen können, aber ich kann ihn schauen und ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Könnt ihr mich mal wieder in Ruhe lassen, die Homos? Die bleiben mir ganz schön nah dran jetzt. Es läuft gerade. Wir sind schon ja, noch kein richtig. Die Arena wieder. Geiler Scheiß. Die denken, ich bin drin, ne? Das ist sehr gut. Das ist gerade unsere Chance, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Hier schön da hinten ins Eck. Jetzt hier schleichen. Schleichen. Nicht hier rumlaufen. So, ich habe das Spiel übrigens ein bisschen heller gemacht für euch. Und für mich auch. War schon sehr dunkel in den letzten Folgen. Immer noch 27p. Weil ich da ein bisschen noch mit den Render-Einstellungen ein bisschen schauen muss und noch ein bisschen mehr vergleichen muss. Zwischen 720p und Full HD. Und ich muss hier weg, Alter. Die Map ist ein bisschen komisch, ne? Die hat immer so Ecken. Oh, das war nice. Essen, essen, essen. Oh, da kommen sie. Oh, da kommen sie. Oh, da kommen sie. Alter. Ich habe Bewegungsgeschwindigkeit. Oder habe ich. Ich glaube, ich habe Panzerregeneration als Perk. Ich wollte Bewegungsgeschwindigkeit, aber hatte ich keine Zeit mehr. Ah, jetzt haben sie mich. Okay. Alles klar. Battle. The battle begins. Wichtigste ist, glaube ich, jetzt erstmal ein Assault rausnehmen, oder? Ein Heiler. Nehmen wir das. Ne, ein Heiler. Ich hau eine Heiler jetzt mal raus. Ich versuch's zumindest. Alter, ich krieg schon wieder so hart Damage. Sag's euch. Ich glaube, ich will noch nicht kämpfen. Alter, ist ja verlangsamt, ne? Das ist so hart. Ich kann mir sich gut verstecken. Ich glaube, ich werde hier ein bisschen mehr auf Verstecken setzen als auf Angreifen. So, komm, sitz. Sehr gut. Komm. Boah, wie er wegfliegt, der Schisser, ey. Wie er wegfliegt, der Assault. Oh, jetzt bin ich in der Falle. Jetzt bin ich in der Falle. Nicht gut. Ich habe jetzt übrigens die Lavaspucke mal ausgewählt. Die wurde mir empfohlen. Eieiei, jetzt ist... Okay, wir können abbauen. Alles klar, wir können abbauen. Abhauen. Oh. Lol. Ich habe mich selber eingebaut, ich Idiot. Oh Mann, oh Mann. Alter. Alter. So. Kurz die Map. Ich brauche mal hier die Map, weil ich kenne die Map nicht und ich check die nicht. Alter, wie viel Schaden die mir machen. Regeneriere doch mal dein scheiß Schild, Junge. Okay, das war gut. Boah, ich will mit Behemoth gewinnen. Das kann doch nicht so schwer sein, ey. Das kann echt nicht wahr sein. Okay. So, jetzt sneaky. Jetzt haben wir noch ein bisschen Abstand, oder? Go, go. So, Panzerung regeneriert sich gerade. Ihr seht es oben links, das Blaue. Das lädt sich ein bisschen recht langsam. Dafür, dass ich den Perk habe. Ich bin so mega angespannt. Ich brauche jetzt unbedingt Schild. Die haben nicht viel Schaden von der Arena genommen. Das ist ganz geil. Aber die Map ist auch echt... Alter, ich fast die Vögel aufgescheucht. Leck mich am Arsch. Da oben ist was. Ich traue mich da auch nicht in die Mitte der Map zu gehen, weil ich denke halt immer, die sind da. Essen. Oh, jetzt hat er wieder die Vögel angelockt. So scheiße. Komm, 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 komm. Wo sind sie? Weiß nicht, von wo die kommen. Ich glaube, die kommen von da. Ich hoffe es mal für mich. Oh, die haben mich schon markiert. Shit. Ah, von wo haben die mich markiert? Ah, von da, okay. Hier bin ich eigentlich gar nicht so schlecht versteckt. Da hinten ist auf jeden Fall der Trapper, der hier ein bisschen... Oder ist das der Trapper? Nee, ist... Alter, ich bin so mega angespannt. Der Typ da, der hat mich gesehen. Ist mich auch noch markiert. Was seht ihr denn alle? Ich weiß nicht, wo ich abhauen soll. Links oder rechts? So, jetzt bin ich nicht mehr markiert. Alles klar.
So, da sind sie alle. Alle auf einem Haufen. So, wo kommen sie rum? Da lang? Okay. Und Gas geben. Und rollen. Rollen, 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 rollen. Ja, komplett durch die Map. Alter, wie lang das geht. Sehr geil. Oh, da hätten wir was für mich erledigt. Super. Ich hoffe, da ist noch viel zu essen. Ich hoffe es. Oh, geil. Zum Glück, Alter, wie nett die sind. Wie nett die sind. So, jetzt muss ich nur noch hier weg. Irgendwo verstecken. Am besten in diesem engen Gang. Vielleicht komme ich da noch rein, ohne gesehen zu werden. Go, go. Rein, rein, rein. Ja, da zu kämpfen ist ja mal mega fett. Aber die hören mich natürlich. Das heißt, am besten wäre irgendwie hinter dem Gang. Oder hier. Soll ich es einfach machen? Ich weiß nicht. Komm, go for it. Go for it. Phase 3. Ist das das erste Mal, dass wir Phase 3 erreichen? Ich weiß es nicht. Das ist awesome. Okay, da gehe ich jetzt auf jeden Fall auf Riss. Ah, Schnappzunge mal so. Ich mach's mal so. Oh, da sind sie. Oh, da sind sie. Oh, da sind sie. Ich will nur mal abhauen. Weil ich habe ja, wie ihr sehen könnt, kein Schild. Aber wir sind Phase 3. Holy shit, das ist awesome. Alter, wie geil. Der Kroko haut der Frosch da, der sollte eigentlich nicht abhauen, weil der gibt viel. Der hat einen Buff auch noch, den hätte ich gern. Aber, ah, da komme ich nicht hinterher. Da komme ich nicht hinterher, ohne in die Nähe von Jägern zu kommen. Deswegen haue ich mal nochmal ab. Boah, Avengers, steht mir bei. Kommen die oder verteidigen die nur noch? Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Komm, bleib stehen. Bleib stehen. Ey. Alles klar. Boah. Die Map ist aber gut für Behemoth. Also von der Endfight-Position. Weil... Boah, regeneriere deinen scheiß Panzer. Weil, das keine erhöhte Position ist. Das ist echt ein Vorteil für mich. Weil es gibt manche Maps, da ist dieses Endding mega erhöht. Ist das da der Trapper gewesen? Ich weiß es nicht. Gas, Baby. Gas. Alter. Alter, ist der lahm. Boah, wie das ein verlangsamtes Shit. Jetzt bin ich nicht mehr verlangsamt. Go. Alter, ja, nicht treffen lassen wir diesen scheiß Verlangsamungsding. Das ist ja tödlich, ey. Wie langsam man einfach nur ist. Die dürfen mich nicht hitten. Die dürfen mich nicht hitten. Oh, da vorne ist was zu essen, sehr gut. Go, go, go. Ich ach komm, scheiß auf Schleichen, scheiß auf Schleichen. Essen, essen, essen. Essen, essen, essen. Da kommen sie alle. Ich habe gleich volles Schild. Alter Vater. So, jetzt so ein bisschen abhauen. Ein bisschen Schild noch. Dann können wir von mir aus kämpfen. Komm, gib mir das. Gib mir den da noch. Das Äffchen hier noch. Oh, liegen sogar zwei. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar, Baby. Oh, er ist hinter der Mauer. Schade. Schade, schade, schade. Wie der da durchschießen kann. Was ist das für ein Bullshit, Alter? Habt ihr gesehen, wie der da durchschießen kann? Wie dumm ist das denn? Ich gehe einfach zum Relay. Einfach, weil das, glaube ich, eine bessere Kampfposition für mich ist. Habe ich das Gefühl. Das brauche ich auch nicht. Verfolgen mich hart, aber ich gehe jetzt einfach mal. Hier ist gut. Hier will ich kämpfen. Alles klar, kommt hierher. Leute, die Arena hat sich schon wieder an ihm gesetzt worden. Das ist ja was das für ein... Wissen die nicht, dass ich da bin? Doch, der weiß es. Komm, bau die Arena ab und komm her. Ich warte auf euch. Alles klar. Alles klar. Nicht gut. Boah, seht ihr, wie schnell das Schild down geht? Das ist echt ein Witz, ey. Boah, hat er schon wieder nach mir... Neben sein Schild war jetzt gerade echt ein Problem. Oh, das ist der erste Down. Oh, das ist der erste Down. Wir haben Kyra als Heiler. Oh, das ist der zweite Down. Holy shit. Das sieht gut aus. So, und jetzt hole ich mir noch den da. Alter, ist das stark. Ey, Heiler, hier geblieben. Ich kill jetzt erst den Heiler, weil ich Angst habe, dass er die wiederbelebt. Komm. Komm her. Komm her. Alles klar. Essen, 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 essen. Ja, er liegt da. So, wo ist er? Wo ist der Letzte?
Wo ist der Letzte? Wo verdrückt er sich? Wo verdrückt er sich? Ah, der ist wieder abgehauen, ey. Ja, okay, komm, ich gehe auf den Relay. Ein bisschen Druck machen. Er kann nur Kyra wiederbeleben. Das weiß ich. Aber ich muss jetzt einfach auch ein bisschen erhöhte Position hier, ne? Ich habe mich getäuscht. Aber da unten ist halt... So, jetzt einfach drauf. Der muss kommen. Ich habe eine Minute Zeit. Da wird er das Ding platt machen. Außer... Medic ist tot. Sehr gut. So, wo ist der Letzte? Wenn er sich... er muss sich zeigen. Also sonst kriege ich das Ding kaputt. Und wenn er sich zeigt, rolle ich so schnell ich kann hin. Und dann gewinnen wir das erste Match mit Behemoth. Bitte. Alter, da muss jetzt richtig viel schief laufen. Und das so zu verlieren, alter Vater. Wo ist denn der Letzte? Zeigt sich nicht. Zeigt sich halt echt gar... Ich weiß nicht, wo er ist. Ah. Das Ding ist gut wie down. Go. 30 Sekunden noch. Und? Und? Yeah! Halleluja. Yes. 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 Mann, ist das geil. Geil, Alter. Geil. Endlich gewonnen als Behemoth. Das ist... Der Tag beginnt geil. Und heute Abend schaue ich Avengers. Oh mein Gott, das ist geil. Alter, wie geil, ey. Wie geil. Oh mein Gott. Also ist echt, also ich finde immer noch, dass die Panzerung zu schwach ist. Aber man muss sagen, diese Lava-Ding ist richtig stark. Also wenn du einen mit diesem Lava, mit dieser Lava-Spucke oder was das war triffst, Lava-Bombe, da zieht das fast das halbe Leben ab. Und dann brauchst du nur vielleicht nochmal mit der Schnappzunge hin. Und ey, das ist echt machbar. Geil. Ey, mega. Wir sehen uns morgen wieder um 18:30 Uhr. Hoffentlich wird es genauso geil. Behemoth-Sieg. Yes!